So, es ist 14 Uhr, es ist der 5. November. Ich begrüße recht herzlich Herrn Doser, unseren Referenten und alle Teilnehmer unserem Webinar zum Thema S3D-Inhalte fit für die Zukunft. Ich möchte die Gelegenheit zunächst ergreifen, um Herrn Doser vorzustellen, damit wir alle den Referenten auch so kennenlernen und schätzen lernen, wie es sein sollte. Ingo Doser ist Diplom-Ingenieur und beschäftigt sich seit seinem Abschluss des Nachrichtenstudiums an der Hochschule für Technik in Esslingen mit der Bild- und Videosignalverarbeitung. Nach Internships im US-amerikanischen Forschungslabor des damaligen Thomson-Konzerns startete er zunächst seine Karriere in der deutschen Dependance in Villingen-Schwenningen mit dem Thema 100 Hz-Abkonvertierung. Später dann auch mit dem Thema DLP-Displays und entwickelte IC-Lösungen für dazugehörige Videosignalverarbeitung. Um den geänderten Anforderungen und Erfordernissen des Thomson Technicolor-Konzerns Rechnung zu tragen, wurde er 2005 für die Dauer von 2 Jahren nach Burbank, USA, ins dortige Forschungslabor entsandt, wo er sich dem Color Management und Mezzanine Compression widmete. Später dann kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm dort die Projektleitung für die Thomson-Arbeiten an öffentlich gefördertem CSEUS-Projekt zur Überführung von audiovisuellen Quellen in eine Wissensdatenbank. Darüber haben wir ja auch schon in der FKT mehrfach berichtet. Wer über das Thema sich informieren möchte, muss einfach einige der zurückliegenden Ausgaben der FKT aufschlagen, um dort sein Wissen entsprechend aufzuarbeiten. Ende 2009 gründete er dann mit seinen Thomson-Kollegen die Firma CRS eMotion GmbH in Villingen-Schwenningen und leitet dort seither die Aktivitäten Post-Production Processing und ja, Post-Production Processing. Hier entwickelt er mit seinem Team Lösungen für die Verarbeitung von S3D-Inhalten und deren Konvertierung für autostereoskopische Multiview-Displays. In diesem Zusammenhang hat Herr Doser auch schon einen Fachaufsatz in der FKT veröffentlicht, der einen Einstiegsbeitrag eigentlich zu diesem Seminar darstellen kann. Wenn ich sage, zu diesem Seminar darstellen kann, muss ich sagen, das, was der Herr Doser uns jetzt berichten wird und vortragen wird, muss er uns eigentlich auch so selber darstellen, damit es begriffen werden kann und von uns allen auch so verstanden wird, wie wir glauben, dass es eben halt die richtige Darstellungsweise ist. Also Herr Doser, ich übergebe Ihnen jetzt einfach mal das Wort zu dem doch sehr schweren Thema S3D-Inhalte fit für die Zukunft. Dahinter könnte man ein Ausrufungszeichen oder auch ein Fragezeichen stellen. Bitte schön, Herr Doser, Sie haben das Wort. Ist das bei Ihnen jetzt nicht angekommen, Herr Doser? Gut. Ach so, ich dachte, Sie wollten mich freischalten, eventuell, Nein, ne? nein, Sie können jetzt bitte erstmal beginnen mit Ihrer Anmoderation und Ihrer Präsentation starten. Ich habe von Ihnen nämlich zurzeit nur ein Standbild und sonst nichts weiter. Gut, die Webcam müsste aber eigentlich aktiv sein. Sie das bestätigen, oder? Ich sehe von Ihnen ein Bild, aber das sieht für mich so aus, als wenn es ein Standbild wäre. Und ungeachtet dessen können Sie uns aber. Nun, das ist natürlich schade, dass die Webcam hier nun zu streiken scheint. Aber es ist kein Problem, Herr Doser. Schalten Sie einfach Ihre Präsentation auf. Wir können Sie verstehen, akustisch wahrnehmen und das, was wir an Signalquelle brauchen, ist im Endeffekt Ihre Präsentation und Ihr Wort. So.
Okay, also mein Vortrag behandelt die Frage der Eignung von 3D-Inhalten für die Zukunft. Wenn man heute 3D-Inhalte erstellt, so ist man versucht, sich darauf zu verlassen, dass eventuelle Fehler noch nachträglich geändert werden können. Ebenfalls verlässt man sich darauf, dass die Videoverarbeitung, die eventuell in zukünftigen Displays notwendig sein wird, schon mit den Fehlern zurechtkommen wird. Was es damit auf sich hat, das möchte ich hier behandeln. Content. Mein Vortrag behandelt die Frage, ob 3D-Content fit für die Zukunft ist. Das heißt, ob er auch zukünftigen Bedürfnissen gerecht werden kann. Also zukünftig werden wir es auch mit autostereoskopischen Displays zu tun haben oder aber mit ganz neuen 3D-Display-Gattungen wie zum Beispiel mobilen 3D-Displays. Heute fallen eventuelle Qualitätsdefizite eher weniger auf, da in den Endgeräten eigentlich nicht unbedingt konvertiert oder prozessiert werden muss. Häufig, wenn 3D-Content prozessiert wird, und zum Beispiel für die Konversion nach Multiview, dann erhält man teilweise suboptimale Resultate. Es ist nun natürlich naheliegend, die Konversionsalgorithmen dafür verantwortlich zu machen. Aber eine andere Sichtweise ist jedoch die, dass der S3D-Content eventuell nicht gut genug war. Ich werde hier erläutern, mit welchen 3D-Artefakten wir insbesondere zu kämpfen haben und welche korrigiert werden können und welche nicht. Zunächst möchte ich aber meinen Vortrag damit beginnen, ganz kurz zu erklären, wer wir sind und was wir so tun, denn das wird vermutlich nicht jedem geläufig sein. Dann möchte ich gern einleitend etwas zur Stereoskopie im Allgemeinen und dann zur Autostereoskopie im Besonderen sagen und möchte das gern mit der Multiview-Konversion in Kontext setzen. Um dann zum Kernthema zu kommen, nämlich den Qualitätsdefekten und deren Korrektur. Zum Schluss komme ich zur Frage zurück, ob der 3D-Content fit für die Zukunft ist. Zunächst möchte ich uns, die CS Emotion GmbH, kurz vorstellen. Wir haben uns Ende 2009 auf der Deutschen Thomson bzw. der Technicolor ausgegründet. Und dabei gelang uns ein komplett eigenfinanzierter Start von Beginn an. Und so ist es bis heute. Wir haben uns vorher und wir beschäftigen uns immer noch mit der Entwicklung von Konzepten, Software und Hardware für Image- und Videoprocessing. Die Leitung der Firma liegt dabei gemeinschaftlich Rainer Zwing und Sebastian Weitrup. Wir sind in einer neuen alten Location. Wir heißen im Neubau auf dem alten Thomson-Gelände in Villingen-Schwenningen. Wir haben uns in drei Teilbereiche aufgegliedert. Also es gibt den Bereich Signal Acquisition. Hier sind alle Image-Sensor-related Aktivitäten untergebracht und vor allem die Aktivitäten im Bereich Endoskopie, die an Bedeutung zunehmen, insbesondere durch unsere örtliche Nähe zum Medical Valley im Südwesten der Republik. Dann gibt es den bei uns traditionellen Bereich des Display Processings. Diesbezügliche Lösungen kann man in gängigen Displays aus Fernost bereits genießen. Und es gibt auch den neuen Bereich der Video Post Production Processing. Hier konnten wir uns Know-how und auch ein Produkt- und Service-Portfolio im Bereich S3D aufbauen. Als Hauptprodukt haben wir hier den MV Composer. Bei diesem Softwareprodukt geht es um die Konversion von S3D nach Multiview mit eingebauter S3D-Qualitätskorrektur. Dieses bieten wir übrigens auch als Variante ohne Multiview-Konversion an, also nur mit der S3D-Qualitätskorrektur. Das
Weiterem bieten wir dieses sowieso noch als Service an. Nun möchte ich ein paar Begriffe zur Stereoskopie erklären. Stereoskopisches Bild setzt sich aus zwei Bildern zusammen. Eines für das linke Auge und eines für das rechte Auge. Dieses kann man dann zum Beispiel auch anaglyph darstellen. Das macht man, um 3D auf einem 2D-Monitor zu sehen, mit einer Anaglyphenbrille, wie wir im Bild sehen. Oder aber auch, um 3D-Divergenzen und Disparitäten sehen zu können. Dazu setzt man die Brille natürlich ab. Dazu wird das linke Bild rot eingefärbt und das rechte Bild cyan oder grün. Da gibt es verschiedene Farbkombinationen. Und dann werden die beiden Bilder übereinander gelegt. Wenn man nun die Brille aufsetzt, dann sieht man ein 3D-Bild mit dem Vogel links im Vordergrund, also und zwar vor dem Bildschirm, und mit dem Baum im Hintergrund, hinter dem Bildschirm. Das zeigt sich dadurch, dass es einen Versatz von rechts nach links gibt für den Vordergrund. Hier spricht man logischerweise von einer negativen Parallaxe oder negativen Disparität. Für den Hintergrund ergibt sich eine Verschiebung von links nach rechts, also eine positive Parallaxe oder positive Disparität. Diese Darstellung macht es vielleicht noch etwas deutlicher. Objekte vor dem Bildschirm, die werden auch Outscreens genannt oder Pop-outs, haben negative Disparitäten. Und Dinge hinter dem Screen haben positive Disparitäten. Wen nun die Frage interessiert, wie weit diese Objekte nun hinter oder, vor dem Bildschirm erscheinen, dem möchte ich hier die Auflösung geben. Die Rechnung ist ganz einfach. Es gibt eine Disparität D, das haben wir eben behandelt. Und dann gibt es eben den Augenabstand B, spricht man von der Basisbreite. Hier ist es so, dass manche Leute 6 cm haben, andere Leute haben 7 cm, ich selbst habe 7 cm. Kinder haben noch weniger und Leute mit größerer Disparität sehen weniger, größerer Augenabstand sehen weniger 3D als Leute mit kleinerem Augenabstand auf demselben Display. Deswegen, des Weiteren gibt es den Abstand V, das ist der Abstand vom Betrachter zum Display. Daraus ergibt sich der Abstand Z, und zwar mit Hilfe des Strahlensatzes, wie man hier sehen kann, dessen Herleitung Sie gerne Ihrem Nachwuchs überlassen können. Aus dieser Formel ergibt sich dann außerdem, dass die maximal mögliche Disparität für den unendlichen Objektabstand gleich der Basisbreite B ist und der theoretisch minimale Wert bei minus unendlich liegt. Dazu ist aber zu sagen, dass insbesondere im Nahbereich es größere Probleme geben kann durch die Divergenz von Fokuspunkt und Konvergierungspunkt, sodass in der Literatur eigentlich empfohlen wird, minus 20% nicht zu unterschreiten. Wenn man diese Disparitäten nun überträgt auf die Pixel eines Full-HD-Displays, dann ergeben sich für die maximale Disparität ca. 120 Pixel und für die minimale sind es dann minus 350. In der Praxis sehen wir aber deutlich weniger. Wir sehen ca. 20 bis 50 Pixel als maximale Disparität in momentanen Produktionen und wir sehen oft überhaupt kein Outscreen oder eher geringe Outscreens mit bis zu minus 50 Pixel. Dabei handelt es sich allerdings um unsere Erfahrungswerte, es sind keine statistisch ermittelten Werte. Nun möchte ich erklären, wie die Autostereoskopie funktioniert. Es gibt da mehrere Technologien. Das einfachste Prinzip ist das Parallax-Barrier-Prinzip.
Dieses arbeitet mit dem Prinzip der Verdeckung mit zwei Betrachtungspositionen, eines für das linke Auge und eines für das rechte Auge. In einer werden die Pixel für das jeweils andere Auge verdeckt. Dann gibt es noch das System das Linsenrastersystem. Dieses arbeitet nach dem Prinzip der Lichtbündelung, hat klar den Vorteil einer höheren Helligkeit. Dieses System ist auch bekannt von diesen 3D-Wackelbildern, die man teilweise bei Souvenirshops erhält. Eine Neuentwicklung hier ist eine zusätzliche Liquid-Crystal-Schicht, die auf das Linsensystem angebracht wird. Dadurch wird optional der 3D-Effekt abschaltbar, sodass die volle 2D-Display-Auflösung für den 2D-Betrieb zur Verfügung steht. Neu ist auch der Frame-Sequential-Ansatz. Im Gegensatz zu den anderen Methoden, wo der Raummultiplex zum Tragen kommt, werden hier die Ansichten über den Zeitmultiplex verteilt. Derzeit gibt es aber keine diesbezüglichen Produkte. Autostereoskopie ist vielleicht am einfachsten am Prinzip des Parallax Barrier zu erklären. Ich nehme also ein Display und lege eine sogenannte Barriere davor. Wenn nun der Betrachter draufblickt, dann sieht das linke Auge nur die Hälfte der Pixel und das rechte Auge die andere Hälfte. Und wenn er sich richtig positioniert, dann sieht das linke Auge nur für das linke Auge bestimmte Pixel, das rechte Auge für das rechte Auge bestimmte Pixel. Die anderen werden dann von der Barriere geblockt. Nachteil ist hier, dass sich der Betrachter nicht bewegen darf, um den 3D-Effekt nicht zu verlieren. Um Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, wurde dieses System erweitert. Hier ein Beispiel der Erweiterung um eine weitere View. Die Barriere deckt nun zwei Pixel ab. Der Betrachter sieht nun View 1 mit dem linken Auge und View 0 mit dem rechten Auge. View 2 wird gar nicht gesehen. Das heißt, es werden nur zwei von drei Views gleichzeitig gesehen. Clue ist jetzt, dass wenn sich der Betrachter nach links verschiebt, dann sieht er mit dem linken Auge die View 2, mit dem rechten Auge View 1. Die View 0 wird ja nicht mehr gesehen. Zur Frage, was diese Multiview-Ansichten eigentlich beinhalten, komme ich gleich noch. Vorher möchte ich aber noch erläutern, wie es sich mit der Bewegungsfreiheit vor dem Display verhält. Ich möchte betonen aber, dass es sich hier um eine vereinfachte Darstellung handelt. Also wir sehen einen Betrachter, der sich ein Multiview-Display ansieht, das vier Multiview-Views hat. Nun sieht er View 1 und View 2 im linken Auge mit dem rechten Auge. Das ist für ihn eine stereoskopische Ansicht. Nun muss man wissen, dass sich diese Struktur, also die Views, noch weiter duplizieren im Raum. Der Betrachter, der hier steht, könnte also theoretisch das Gleiche sehen. Also, nun, der Betrachter möchte sich nun bewegen, bewegt sich nach links. Das heißt, nun sieht er mit dem linken Auge View 0 und mit dem rechten Auge View 1. Nun möchte er sich noch weiter bewegen und nun sieht er mit dem linken Auge die View 3 und mit dem rechten Auge die View 0. Nun ist es eigentlich so, dass View 3 ist eine rechte Ansicht, keine linke, sodass er hier eine View-Inversion bekommt und er wird Pseudo-Stereo sehen. Das heißt, dass für dieses Display gilt, dass er maximal plus minus eine Base-Size oder einen Augenabstand sich bewegen darf. Nun, es gibt Limitierungen des Systems. Zum einen wird hier eine Resolution Loss offenbar.
Die Views teilen sich, die Pixel auf dem Bildschirm. Und klar ist nun, je mehr Views ich habe, desto weniger Pixel habe ich pro View. Die Resolution Loss ist diagonaler Natur. Und wir können das verbessern, indem wir eine höhere Displayauflösung fahren oder eben auch durch den Frame-Sequential-Ansatz. Nicht zu verschweigen ist auch eine Limitierung der Bewegungsfreiheit vor dem Display. Laterale Bewegungsfreiheit im Sweet Spot und die Displays werden üblicherweise für einen Zielabstand designt, beträgt n minus 2 mal der Basisbreite. Natürlich, je mehr Views ich habe, desto mehr Bewegungsfreiheit kann ich genießen. Eye-Tracking kann dazu dienen, eben diese Views den Benutzern nachzuführen. Die Größe der Disparitäten ist ebenfalls begrenzt. Bei Disparitäten jenseits der Nullebene haben wir es mit Unschärfen oder Doppelkonturen zu tun. Unser Erfahrungswert ist hier, dass man etwa 0, plus minus 0,5 bis 1% pro View tolerieren kann. Das hängt aber stark vom verwendeten Display ab und vom verwendeten Content. Content hat allerdings so 2 bis 3% Disparität, sodass es hier durchaus einen Konflikt gibt, den es zu lösen gilt. Nicht vernachlässigt werden darf hier auch der sogenannte Head-Motion-Effekt. Wenn sich der Benutzer von einer View zur nächsten bewegt, dann bewegt er sich zu einer anderen stereoskopischen Ansicht, sodass sich die Objekte im 3D-Raum vor seinem Kopf bewegen, genauso wie sie es in der Natur tun. Ich möchte mal so weit gehen und sagen, dass damit auch ein Einäugiger 3D sehen kann. Der oben genannte Konflikt mit den Disparitäten sollte mit Depth Grading gelöst werden. Außerdem können diese Displays nicht nativ als 3D darstellen, sondern sie brauchen eine Konversion. Um jetzt die Frage zu beantworten, mit was denn diese Views gefüllt werden, möchte ich kurz das Prinzip der Multi-View-Konversion erläutern. Dazu gibt es folgende Prozessschritte. Zunächst muss das S3D-Video vorbereitet werden, das heißt, S3D-Qualitätsdefizite müssen beseitigt werden. Dazu werde ich gleich nochmal kommen. Dann wird die Tiefe analysiert und eine Tiefenkarte wird erstellt. Danach werden die Tiefenparameter eventuell angepasst. Zur Verfügung stehen das Verschieben der Nullebene, eine Tiefendrehung, Dehnung oder Tiefenstauchung sowie eine eventuelle Tiefenlimitierung. Zum Schluss werden die Views für das Zieldisplay generiert. Dabei werden die Originalviews mit Hilfe der Tiefenkarte an die Zielpositionen projiziert. Man sieht nun sehr schön, wie hier die zwei Views nun im Overlay dargestellt werden. Und die zwei Input-Views sind gleich in Output-Views. Nun, die Frage ist, aus was bestehen diese äußeren Views? Hier werden die Input-Views eben über die Tiefenkarte projiziert, sodass ich die View 0 und View 3 bekomme. Bei diesem 4-View-Display habe ich insgesamt 3 stereoskopische Ansichten. Die erste besteht aus View 0 und View 1, die zweite besteht aus View 1 und View 2 und die dritte besteht aus View 2 und View 3. Alle diese stereoskopischen Ansichten zeigen denselben stereoskopischen Eindruck, aber von einer unterschiedlichen Perspektive, sodass wir nun wirklich um dieses Objekt herumgehen können. Nun kommen wir zum zentralen Thema, der S3D-Qualität. Wie bereits erwähnt,
haben Stereo-Videoquellen häufig Qualitätsdefizite. Und dies nicht erst seit heute, sondern solange es stereoskopische Produktionen gibt. So lange beschäftigt man sich bereits mit S3D-Qualität. Wobei man sich zu Anfang wohl am meisten darum bemüht hat, dass es im Kino nicht zu vielen Leuten schlecht wird. Also da gibt es Qualitätsdefizite, die das stereoskopische Sehen beeinträchtigen können. Und dabei gibt es auch Qualitätsdefizite, welche das S3D-Processing, so wie wir es durchführen, beeinträchtigen. Dabei haben wir festgestellt, und das ist keine Überraschung, es gibt eine starke Überschneidung hinsichtlich der Ursachen. Für das 3D-Processing wird hier eine Tiefenkarte benötigt. Jedoch nur mit guter Content-Qualität kann eine gute Tiefenkarte berechnet werden. Bei den Problemen für das Processing handelt es sich meistens um folgende Qualitätsdefizite: geometrische Verzeichnungen, Farbverzeichnungen, Synchronisationsprobleme, Komprimierungsartefakte, sowohl als auch Tiefenschärfe und Fokusprobleme und auch Probleme mit Overlays. Diese Probleme möchte ich gerne eingehen. Geometrieverzeichnungen sind meist bedingt durch Imperfektionen bei Stereokamera und Rig Alignment. Dies sorgt für stereo-atypische Ungleichheiten zwischen den Stereoansichten. Daraus ergeben sich Probleme für die Disparitätsschätzung. Ich muss suchen, wo ich eigentlich nicht suchen müsste. Das ergibt eine erhöhte Komplexität des Algorithmus. Ich muss, muss Verzerrungen akzeptieren. Das ergibt eine höhere Fehlertoleranz und ich kann nur mit einer kleineren Robustheit fahren. Deshalb ist eine Korrektur notwendig. Das ergibt eine bessere Tiefenkarte und eine schnellere Berechnung. Das kann manuell erfolgen, das ist mit dem geeigneten Tool recht effizient, oder es kann auch automatisch erfolgen mit für eine noch gesteigerte Effizienz. Hier sehen wir ein Beispiel, was passiert, wenn die View-Synthese basierend auf nicht korrigiertem Material durchgeführt wird. Dies ist eine Aufnahme mit einer kommerziell erhältlichen Stereo-Kamera. Wir sehen links die Originalaufnahme im Anaglyphen-Overlay mit all den Vertikalversätzen. Und rechts sehen wir eine interpolierte View und wie sie aussieht, wenn keine Korrektur durchgeführt wird. Wir sehen zum Beispiel, dass die Fensterrahmen zerrissen werden. Wir sehen, dass die Struktur im Abdeckblech verloren geht. Und wo wir hinschauen, wir sehen noch weitere Artefakte. Hier sehen wir dieselbe Vorlage, aber mit Korrektur. Wir sehen, dass die vorher gesehenen Artefakte nun verschwunden sind. Ich toggle gerne nochmal zurück. Vor. Hier sehen Sie eine beispielhafte Implementierung einer 3D-Geometrie-Korrektur. Zunächst werden eindeutige Bildmerkmale, sogenannte Features, in beiden Kanälen detektiert. Danach werden diese nach Eindeutigkeit gefiltert. Nun geht es darum, diese Features miteinander zu vergleichen, um die eindeutigen Punkte in beiden Bildern wieder zu finden. Dazu werden alle Features zunächst mit sogenannten Deskriptoren ausgestattet. Es kann die Farbe sein, es kann der Bildausschnitt oder ähnliches sein. Nun werden diese verglichen und wiederum gefiltert. Und die ähnlichsten werden dazu herangezogen, um in ein Gleichungssystem eingesetzt zu werden, bestehend aus der perspektivischen Transformationsformel, um die Parameter der
Korrektur zu erhalten. Nun werden diese angewandt auf einen der beiden Kanäle, um ihn auf den anderen Kanal anzugleichen. Alternativ kann man auch beide korrigieren, um sich eventuell auf halben Wege zu treffen. Mit Hilfe des beschriebenen Verfahrens ist korrigierbar eine horizontale Achsenneigung, wobei ich hier an dieser Stelle gerne dazu plädieren möchte, dass man auf das Toe-In-Format, das absichtliche Toe-In-Format, bitte ganz verzichten sollte. Dann können wir vertikale Achsenversätze, also Kameraversätze, korrigieren. Wir können eine Kameradrehung korrigieren. Was aber häufig nicht korrigierbar ist, ist ein vertikales Kippen der Kameraachsen. Hierbei werden Objekte im Raum mit unterschiedlichen perspektivischen Richtungen aufgezeichnet. Die einzige Chance besteht hier in der Verwendung eines Matching-Verfahrens und üblicherweise wird dazu die Disparitätsschätzung missbraucht. Dadurch wird die Disparitätenkarte natürlich nicht besser. Und leider kommt dieser Fehler nicht selten vor. Dann gibt es da Farbverzeichnungen. Dies wird bedingt hauptsächlich durch Polarizer-Effekte im Spiegelreflex oder durch den Kameraabgleich. Man sieht ihn sogar in käuflich erwerblichen Stereofotokameras. Kann ein Problem sein für die Disparitätsschätzung, wobei moderne Algorithmen eigentlich textursensitiv arbeiten sollten. Aber im Falle, wenn keine verlässliche Textur da ist, dann muss man sich auf akkurate Farben verlassen können. Es ist auch ein Problem für die Interpolation, dass sich die Farben von links nach rechts ändern. In diesem Beispiel sehen wir eine Farbänderung von Braun über Magenta nach Blau. Je nach Betrachtungsposition ändern sich die Farben. Das ist sehr störend, wenn man den Kopf bewegt und die Farben ändern sich. Globale Farbverzeichnungen können korrigiert werden. Ich werde gleich nochmal dazu kommen, wie das geht. Lokale Farbverzeichnungen kommen seltener vor, sind aber nur sehr schwer behebbar. Hier sehen wir ein typisches Beispiel einer Aufnahme mit einem Spiegelreflex. Wir sehen links die Aufnahme der linken Kamera und rechts die Aufnahme der rechten Kamera. Und das sehen wir nach einer Korrektur. Wir sehen, dass die Farben durchaus besser wurden, aber natürlich noch nicht perfekt mehr. Hier sehen wir eine beispielhafte Implementierung einer 3D-Farbkorrektur. Zunächst selektieren wir die Color Patches in beiden Kanälen und dann berechnen wir die Matching-Funktion, indem wir eben diese Patches in ein lineares Gleichungssystem bestehend aus der Color Transform einführen. Man kann auch komplexere Color Transforms benutzen, da brauche ich dann natürlich mehr Patches. Anschließend wird dann wieder ein Kanal auf den anderen abgeglichen oder alternativ, man kann sich hier in der Mitte treffen. Weiter gibt es ein großes Problem, nämlich die Asynchronität zwischen S3D-Kanälen. Dies wird zum einen verursacht durch Aufnahmen, wo mit zwei Kameras gearbeitet wurden, die aber nicht exakt aufeinander gelockt waren. Hier werden verschiedene Bewegungsphasen aufgezeichnet. Für die Disparitätsschätzung sind das verschiedene Bilder. Dann gibt es das Rolling Shutter Problem. CMOS-Kamerasensoren werden üblicherweise zeilensequenziell ausgelesen. Dabei kommt es zu Verschiebungen im Bild bei Bewegungen. Wenn, wie beim Beispiel eines Spiegelreflex, die Kameras 180 Grad zueinander versetzt montiert sind, dann kann es zu starken, nicht tiefenbedingten Disparitäten kommen, wie wir hier rechts im Beispiel sehen.
Dieses stellt die Search vor große Probleme. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass man die Zwischenbilder interpoliert mit einer Bewegungskompensation und auf diese Weise eine Time-Based Correction durchführt, bevor man damit eine Tiefenkarte berechnet. In der Praxis wird aber hier wieder mal die Disparitätsschätzung missbraucht, um diese Versätze auszugleichen. Wir sehen hier ein Beispiel, wie sich eine solche Asynchronität bei der Mühsynthese auswirken kann. Wir sehen, dass dem Skifahrer zum Beispiel ein Teil seiner Skier verloren geht. Außerdem scheint sich der Hintergrund aufzulösen. Links sehen wir die Input-Views, die beiden im Anaglyphen-Overlay, und rechts sehen wir eine synthetisierte Zwischenview. Ein weiteres dominantes Problem ist das Problem von Komprimierungsartefakten. Wenn wir S3D-Video erhalten, ist es häufig bereits komprimiert. Dabei werden beide Views natürlich unabhängig voneinander kodiert. Bei niedrig genugen Bitraten sind natürlich Blockeffekte da. Bei Disparitäten im Video sehen wir natürlich, dass die Blockartefakte nicht mit den Disparitäten korrelieren. Noch schlimmer, wenn keine Objekte vorhanden sind oder keine sichtbaren Texturen vorhanden sind, dann werden die Blockstrukturen teilweise für Objekte missinterpretiert. Dadurch ergeben sich Fehler in der Disparitätenkarte. Der Effekt davon ist, dass zum Teil seltsame Warping-Artefakte sichtbar werden und dass diese Artefakte häufig nicht statisch sind, sondern sogar noch zappeln. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, wie sich solche Kompressionsartefakte auswirken können. Wir sehen links im Overlay, also nicht analysiert, sondern im 50-50-Overlay, ein stereoskopisches Input-Bild mit niedriger Qualität und rechts das Resultat aus der View-Synthese. Wir sehen, dass in den Bergen gibt es einen neuen Felsvorsprung und wir sehen, dass die Wolkenstruktur sich doch stark strukturiert hat. Ich habe die gleiche Vorlage mit einer höheren Kompressionsqualität und hier sehen wir, dass die Probleme größtenteils verschwunden sind. Dann gibt es häufig noch Fokus- und tiefenscharfe Divergenzen zu beobachten. Dabei weisen die beiden Kanäle teilweise unterschiedliche Bildschärfen auf. Das ist zum Teil wie folgt zu erklären. Die Kameras zeichnen eine Bildschärfe auf, vorzugsweise im Nahbereich. Wenn dann der Objektabstand zu den Kameras unterschiedlich ist und die Kameras einzeln auf das Objekt fokussieren, dann ergibt sich eine zueinander unterschiedliche Tiefenschärfe. Dies zeigt sich dann zum Beispiel so. Beim Konsum über ein brillenbasiertes stereoskopisches Display sind diese Divergenzen teilweise kaum identifizierbar. Das Processing jedoch sieht diese Divergenzen bzw. schafft es dadurch nicht, das Stereo-pH zu matchen. Schwierigkeiten bereiten auch Text-Overlays im Video. Dies bereitet stets Schwierigkeiten, da sie immer ein Fremdkörper im Video sind. Häufig wird mittels eines Compositing-Tools Text und anderes Overlay auf fehlerbehaftetes Bildmaterial aufgebracht, ohne es vorher zu korrigieren. Dies stellt uns derzeit noch vor größere Probleme und ich werde es sofort vorführen.
weiteres nicht wirklich lösbares Problem sind transparente Overlays. Überhaupt sollten transparente Overlays im 3D-Content eher nicht eingesetzt werden. Hier sehen wir eine View-Synthese des vorher gezeigten Bildes mit Overlay. Wir sehen die Probleme im Hintergrund, die Fenster und das Abdeckblech und so weiter, aber der Text ist in Ordnung. Nun haben wir den Hintergrund korrigiert. Dadurch ist aber der Text nicht mehr in Deckung. Wir haben also die Wahl zwischen einem guten Text oder einem guten Hintergrund. Nun, ist der 3D-Content fit für die Zukunft? Die Zukunft wird verschiedene Display-Gattungen bringen. Wir werden Homescreen-Displays haben von verschiedenen Größen. Wir werden auch autostereoskopische Displays haben. Wir werden mobile Displays haben. Und gemeinsam haben diese, dass ein 3D-Prozess notwendig sein wird. Entweder um eine Tiefenanpassung durchzuführen oder um für die Konvertierung zu autostereoskopische Displays. Aber nicht jeder 3D-Content wird auf diesen Anzeigegeräten wirklich gut aussehen. Hängt von der Qualität ab. Und damit sind wir am Ende meiner Präsentation angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Herr Dosa, ich übernehme jetzt einfach mal das Wort und bedanke mich im Namen aller Teilnehmer für die wunderbaren Ausführungen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, diesmal habe ich es begriffen. Ich war ja auf der Beyond Hands on HD Veranstaltung in Hannover, wo Sie ja einen ähnlich strukturierten Vortrag schon präsentiert haben. Und da war ich einfach total überfordert, um das zu verstehen, was Sie dargestellt haben. Ich glaube, dass Sie Ihre Kamera auf Pause geschaltet haben. Im Feld Ihrer Kamera gibt es so ein kleines Symbol, wo Sie Pause oder Start drücken können. Schauen Sie mal, das ist vielleicht bei Ihnen aktiviert auf Ihrer Seite. Wenn Sie das abschalten, könnte man Sie eben halt dann groß sehen. Links das Lautsprecher, Mikrofon und Kamerazeichen und alles in grün. Alles in grün, aber über Ihrem Signal, von Ihrem Bild, wo Ihre Kamera quasi Ihr Bild zeigt, da gibt es rechts unten in der Ecke so ein Pausesymbol oder einen Startpfeil. Und wenn bei Ihnen der Startpfeil sichtbar ist und Sie klicken dann dort drauf, dann bewegt sich Ihr Signal und ist nicht mehr eingefroren. Pausesymbol angezeigt. Jetzt drücke ich hier nochmal auf Start. Ah, gut. Ah, wunderbar, schön. Jetzt bewegen Sie sich. Okay, das sieht schon bedeutend besser aus. Wunderbar. Herr Dosa, ich habe mir einige Dinge aufgeschrieben, die ich glaube, dass Sie für uns alle doch noch irgendwo ein bisschen besser dargestellt werden sollten. Zum einen haben Sie die Bemerkung gemacht, dass guter Content und gute Contentqualität nur eine gute Tiefenkarte generiert. Ist das richtig? Die gute Tiefenkarte ist Voraussetzung für eine gute Verarbeitung. Das heißt, wenn die Tiefenkarte nicht, also mangelhaft ist, dann wird die Verarbeitung auch unerwünschte Resultate bringen. Natürlich, wenn ich Verarbeitungsschritte mir ausdenke, die eben gar keine Tiefenkarte benötigen, dann klar relativiert sich das. Die Antwort ist ja. Okay, verstehe. Ist das, was Sie an Korrekturmöglichkeiten mit Ihrer Software anbieten, ein Prozess, der während der Produktion gegebenenfalls durchgeführt werden kann? Oder ist das alles das, was Sie dargestellt haben, ein Nachbearbeitungsprozess? Generell, was können Sie denn für Tipps geben, was gegebenenfalls bei der Produktion vor Ort beachtet werden sollte, um erst gar nicht in die Problematik zu kommen, dass man
ich sag mal, falsche Tiefenschärfe hat, einen falschen Fokus zwischen rechter und linker Kamera etc. Muss man wirklich mechanisch messen, so wie wir das in einem anderen S3D-Webinar schon mal gehört haben, dass gesagt wurde, also vielleicht nimmt man sich einfach ein Bandmaß und misst von der Optik bis nach vorne zum Objekt den Abstand, damit man wirklich die gleiche Entfernung zum Objekt hat. Wissen Sie, das betrifft nun die Produktion. Also wir leben mit Content, den wir eben vorfinden, und wir versuchen dann daraus wirklich das Beste zu machen. Für die Produktion gibt es bestimmt auch andere Mittel, andere Hilfsmittel, um hier mit möglichst viel Automatismus eine gute Qualität zu erzeugen. Wir sind dann im Prinzip, unsere Lösungen sind dazu da, um, wenn es schief ging, diese Artefakte wieder zu bereinigen. Also nochmal, ich kann Ihnen nicht beantworten, ob Sie mit Okay, dem dann schiefen Ast jetzt betrachte ich das rumlaufen Ganze. müssen. Was ich jetzt von meiner Warte allerdings sagen kann, ist, also wir sehen es immer seltener tatsächlich, dass Leute im Tow-In-Verfahren filmen. Und wir finden das auch gut so, denn das bereitet uns wirklich Schwierigkeiten. Okay, ich glaube, das ist so angekommen. Wenn ich aber das rückprojiziere, was Sie gesagt haben, also vier Views, die eigentlich nur drei unterschiedliche Positionen zulassen, nämlich V0 bis V3 ergibt eigentlich drei Positionen. Danach würde sich eine View irgendwo wiederholen, nämlich als Dreistrich oder als Nullstrich Genau. auf der anderen Seite. Wenn ich aber diese Dreistrich und die Null sehe, dann sind das beides Male linke Views oder vertue ich mich da? Weil das ist ja nicht einmal links und rechts, sondern es ist ja dann eine Stereo-View, die nicht nebeneinander generiert worden ist. Wir haben in dem Beispiel hatten wir vier Views, und die linke, also die V0 ist dann, also View 0 ist dann ganz links, und die View 3 ist dann ganz rechts. Wenn ich mich zu weit nach links oder nach rechts bewege, dann sehe ich eben, dass ich, wenn ich so eine Grenze überschreite, wo ich dann mit dem rechten Auge eben eine linke Ansicht sehe und mit dem linken Auge eine rechte Ansicht sehe. Und das ist genau da der Fall, wenn ich eben von V0 auf V3 komme. Genauso auf der anderen Seite, wenn ich dann bei der V3 V0 Grenze. Das kann man eigentlich nur beheben, indem man Displays benutzt, die 8K-Auflösung zum Beispiel haben, damit man mehr Views generieren kann, um jederzeit immer den Stereo-Effekt auch wirklich links-rechts zu erhalten und keine Vertauschung der Augenpaare zu generieren. Ist das Generell richtig? haben Sie es da richtig erfasst? Ich habe es ja erwähnt, dass je mehr Views ich habe, desto größeren Bewegungsspielraum kann ich einbauen. Auf der anderen Seite natürlich, je mehr Views man hat, desto weniger Pixel habe ich pro View. Weil diese sich ja die Pixel auf das Display teilen müssen. Also haben Sie durchaus recht, dass mit 8K hätten wir natürlich die optimale Lösung. Heute sehen wir 4K-Lösungen, die auch nicht schlecht aussehen. Wenn wir aber 4K-Lösungen nehmen und dann bei den 4K-Lösungen zum Beispiel diese Linsentechnik mit einsetzen würden, von der Sie ja sprachen, dass man bei der Linsentechnik entweder 3D einschalten kann, beziehungsweise auch durch Abschalten des Linseneffektes 2D darstellt. Das bedeutet für mich ja eigentlich, dass durch die Linse selber, also durch diesen Lentil-Effekt, das 3D-Signal generiert wird auf der Das ist Display-Seite, der oder ist das falsch, diese Ansicht? genau. Also wir haben eine. Also wäre es für den Konsumer der bessere Weg und auch für den Produzenten der bessere Weg, wenn man genau wüsste, dass auf der anderen Seite eine solche Technik genutzt wird, weil man dann doch
sich weniger Kopfzerbrechen darüber machen muss, dass man den richtigen Augenabstand hat, dass man gegebenenfalls einige von den doch für S3D zukünftig erforderlichen Parameter, die man heute noch berücksichtigen muss, doch dann vernachlässigen könnte. Also Sie meinen, wenn alle das gleiche Display hätten, dass dann etwas vernachlässigt werden könnte? Richtig. Das ist sicherlich richtig, wobei ich denke, es gibt immer noch genügend andere Freiheitsgrade, die dann auch einen Einfluss haben könnten. Zum Beispiel eben auch der Abstand. Das Display kann für verschiedene Abstände designt werden. Dann haben diese Displays oft eine Signalverarbeitung drin, die eben natürlich auch große Unterschiede machen kann. Ja. Also für mich stellt das Ganze nach wie vor immer noch einen sehr großen Anforderungsaspekt für die Entwickler, sprich für Sie dar, weil das, was auf der einen Seite produziert wird, eigentlich für Sie auf der Entwicklerseite zu Problemen führen kann, die für Sie nicht, na, ich sag, kontrollierbar und nachvollziehbar sind. Gut, nachvollziehbar sind sie schon, aber kontrollierbar sind sie dann natürlich nicht. Zu Recht. Wir haben es eben mit verschiedenartigen Qualitätsstufen zu tun. Im Bereich von Kinofilmen, da kann man sagen, dass da sehr viel Acht gegeben wird und auch, dass da die Qualität zum Teil sehr gut ist. Bei anderen Produktionen, Fernsehproduktionen, Werbeproduktionen ist das teilweise nicht unbedingt der Fall. Da sehen wir es auch schon mal, dass man zwei Kanäle bekommt, die nicht das gleiche zeigen, zum Beispiel. Ja. Also wir haben ein ganzes Bouquet von Qualitätsstufen. Das heißt, würden Sie generell sagen, dass es nach wie vor einen großen Aufklärungsbedarf auf der Produzentenseite gibt? Oder ist es eher ein Aufklärungsbedarf für die Techniker, für die Leute, die gegebenenfalls als Stereograf arbeiten, die als DIT arbeiten, die gegebenenfalls das Setting durchführen? Was würden Sie sagen? Eher der Produzent, der betroffen ist, der an den Kosten spart, um gegebenenfalls entsprechendes Equipment und Know-how einzukaufen? Oder ist es der Techniker, der hier gefragt ist, der sich weiterbilden muss und zwingend mehr Informationen über die Art und Weise, wie 3D-Content für die Zukunft generiert werden muss, sich zu beschaffen? Ich denke, dass wir darauf achten sollten, dass hier ein gutes Handwerk erledigt wird. Das kann natürlich bedeuten, dass es zusätzliche Kosten auf der Produktionsseite geben kann. Das ist ganz klar. Mir ist es natürlich jetzt an der Stelle wichtig, aufzuzeigen, dass es auf der einen Seite Probleme geben kann oder sichtbare Probleme geben kann auf dem Zieldisplay, dass man sich eben Dann, das man eben hat, also zum Beispiel auf einem brillenbasierten Zieldisplay oder im Kino. Aber dass wir in der Zukunft auch eine Videoverarbeitung einsetzen müssen, zum Beispiel für die Konversion nach Autostereo, die eben diese Probleme, die wir eventuell noch toleriert haben als Menschen, die diese Probleme nicht mehr tolerieren können und dann deswegen die gezeigten Artefakte aufweisen können. Darauf kommt es mir an. Ich glaube, das ist auch so draußen angekommen. Bei Soweit. mir ist es zumindest so angekommen. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar haben Sie den Augenabstand angesprochen, dass Sie also 7 cm haben und der Durchschnittsviewer eigentlich weniger Augenabstand hat. Wie macht sich denn so etwas bei dem Betrachten eines autostereoskopischen Displays bemerkbar? Müssen Sie rein theoretisch näher rangehen oder weiter sich von dem Display entfernen, um den gleichen Eindruck zu erreichen, den ich vielleicht mit 6,5 cm Naja, ich müsste Augenabstand etwas näher habe? rangehen, wobei wir hier bei autostereoskopischen Displays einen gewissen Sweet Spot haben, aus dem ich dann eventuell rausfallen könnte. Ich bin halt generell mit meinem Kollegen im Clinch. Er hat 6 cm, ich habe 7 cm.
Ich drehe die Disparität immer auf und er wieder runter. Was letztendlich dazu führt, dass wir die finale Aussage treffen. Ja, wir können die finale Aussage treffen. Wir bewegen uns zurzeit in einem Technikbereich, der zwar mathematisch betrachtet ganz klar definierbar ist, aber doch ganz stark von dem visuellen Vorstellungsvermögen eines Stereographers abhängig ist und auch eventuell von dem stereoskopischen Vorstellungsvermögen eines Kameramannes, nämlich zu verstehen, was es bedeutet, stereokorrekte Bilder zu generieren, die auch auf zukünftigen Displays und mit zukünftigen Übertragungswegen halt für uns zu Hause sichtbar gemacht werden können. Ich denke, das war eine Zusammenfassung, die das widerspiegelte, was Sie uns gerade vorgetragen haben. Herr Doser, ich sage, ich glaube, und das kann ich im Namen von allen Zuschauern und Zuhörern sagen, herzlichen Dank für die klare Darstellung dessen, was es an technischen Problemen geben kann, die gegebenenfalls 3D-Material, was heute generiert wird, in der Zukunft zu Problemen bei der Darstellung führen kann. Ja, ich bedanke mich auch beim Publikum, das fleißige Zuhören. Ich sehe, es sind noch eine ganze Menge Leute online. Und es würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat. Vielen Dank. Also mir hat es sehr gut gefallen und ich denke, das kann ich im Namen von allen Beteiligten sagen, weil der Lerneffekt und der Mehrwert, der uns gegeben worden ist, doch beträchtlich war. Herzlichen Dank, Herr Doser, und schöne Grüße nach Villingen-Schwenningen und vielleicht